Klaus Holker, pünktlich zum nächsten Heimspiel melden wir uns wieder vom Kia Autotalk mit dem schönen blauen Wagen vom Abi. Abi, zwei Traditionsmannschaften treffen aufeinander, aber bevor wir zum Spiel kommen, beschäftigen uns sicherlich auch noch ein paar andere Fragen, was so in der Presse steht. Einmal mit Drexler, einmal mit Ben Manga, der auch kommen soll. Was hältst du davon? Ja, sag ich mal jetzt, Drexler war natürlich da schon ein starkes Stück. Also ich persönlich finde es nicht so gut, dass man den direkt zu U23 verdammt hat, weil Gerrit hat viel darüber geredet. Ich persönlich finde es nicht gut, weil es im Endeffekt schneller geregelt werden kann. Ja, man, der Kader ist sowieso jetzt nicht so groß, dass man sagen kann, den einen oder anderen tun wir weg. Drexler ist ein erfahrener Spieler, das darf man nicht vergessen. Der hat man wahrscheinlich auch das eine oder andere schon mal gesagt, sonst wäre er ja nicht so lange auf die Tribüne gegangen und. Aber wie gesagt, das kann man schnellstens regeln, wenn einer, was weiß ich, eine Flasche da mit Coca-Cola oder, nee, oder was Kakao, glaube ich. Aber das sind Emotionen. Normale Fußballer, ja, kann alles normale passieren. Emotionen nach dem Spiel. Also. Dann geht man hin als Trainer, so, pass auf, vor der ganzen Truppe, hör zu, mein Freund, entschuldige dich hier bei der Mannschaft und du kriegst 10.000 Geldstrafe und dann ist das Thema für mich erledigt. Aber ich muss den nicht gleichzeitig wieder sofort vom Mann. Aber der hat ja auch schon mal das eine oder andere entscheidende Tor gemacht für uns. Ne? Ist ein erfahrener Spieler, Junge, ne? Vielleicht braucht man ihn noch. Damit bestraft man eigentlich nicht nur ihn, sondern auch wieder die Mannschaft, weil es gibt ja auch viele Freunde in der Mannschaft, die auch zu ihm halten. Man macht schon wieder ein anderes Fass auf. Wird natürlich durch Jugendspieler ergänzt, was ich auch gut finde vom Gerrit. Finde ich auch richtig, aber kurz von uns reinkommen. Ja, und dann kommt noch der Name Ben Manga. Ja, also Peter, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen durcheinander bei Ben Manga. Watford, also wenn zweite Liga. Ja, ich habe gesehen, 15. Stelle. Keine Ahnung. Also wer kommt auf so einen Namen? Das kann ich dir nicht sagen, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass er in Frankfurt anscheinend gute Arbeit gemacht hat. Aber dann frage ich mich nur, wieso geht dann jemand in die zweite Liga nach England? Wenn er in Deutschland schon einen guten Namen gemacht hat, dann hätte ich gesagt, dann geht er nach Bayern oder der geht nach Dortmund oder der geht nach Gladbach oder. Aber dann frage ich mich jetzt, wie kommt der zu uns? Ja, der bringt ja auch wieder einen Tross mit. Na, selbstverständlich, der bringt natürlich seine Leute mit. Wir haben einige Leute dadurch auch entlassen müssen. Ist unter anderem jetzt auch Schubert. Wo ich jetzt nicht ganz so verstanden habe. Aber. Also viele Fragezeichen vor dem Spiel gegen den ersten. Ja, aber ich frage mich einfach nur, Peter, warum holt man einen Ben Manga? Wo wir so viele Leute bei uns im Verein haben. Ja, erstens das. Und zweitens, warum geht der nach Schalke? Ja, ich weiß also nicht. Warum soll er nicht woanders hingehen, wo der Verein viel größer ist? Oder in die erste Liga oder in England, irgendwo in eine Division, die höher spielt. Aber das ist für mich so eine Frage, warum und weshalb. Ich glaube, die Frage werden wir nicht beantworten können. Keine Ahnung, aber wenn er 14. war in der Liga, muss er da auch was nicht gestimmt haben. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles entwickeln wird hier bei uns. Ja, kommen wir zum Spiel. Nürnberg. Ja, Nürnberg, toll. Ich war auch in Nürnberg gewesen. Ich weiß. War eine schöne Zeit gewesen. Und da war Präsident noch der Roth da, der war Manni Buchsmüller. Ja, war jetzt auch nicht so berauschend, dass wir da gespielt haben, da muss man auch sagen. Aber wie gesagt, Nürnberg, da müssen wir morgen viel besser aufpassen, dass wir da nicht unter die Räder kommen. Denn wenn wir die zu einfach nehmen und zu leicht nehmen, dann werden wir ein Problem kriegen. Und das habe ich auch letztes Mal schon im Talk gesagt. Du musst jetzt hier richtig Gas geben, du musst auch kratzen und beißen und kämpfen. Egal, ob das jetzt unsere Freunde sind oder nicht, bei uns geht es hier auch ums Überleben. Und da sage ich einfach mal, da gibt es so schnell keine Freunde. Nach dem Spiel, wenn wir die drei Punkte abgenommen haben, dann können wir ihm die Hand geben und sagen, okay Jungs,
Bis nächste Mal. Bis zum Spiel gegen Holstein Kiel hatte Nürnberg eigentlich eine ganz gute Phase gehabt. Ja. Die haben 3-0 verloren letzte Woche. Okay, gegen Kiel kann man verlieren. Aber wir müssen aufpassen, auf jeden Fall. Und wie du schon richtig sagst, Freundschaft hin, Freundschaft her, für uns zählen nur 3 Punkte. Peter, und bei uns ist das ganz wichtig, dass wir drin bleiben. Ja, unbestritten. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und da können wir auf keinen Rücksicht nehmen. Nein. Unser Verein ist sehr groß. Ja. Und wir müssen alles tun, um in der zweiten Liga zu bleiben. Absolut. Ob jetzt Gerrit geht oder nicht geht, das ist mir eigentlich auch egal mittlerweile, weil mich interessiert nur unser Verein. Ja. Und mehr nicht. Ja. Morgen kommt ein anderer, übermorgen kommt wieder ein anderer. Ja. Ja. Also das ist immer das Gleiche, aber wir bleiben immer da und deswegen fiebern wir ja auch mit unserem Verein. Absolut, absolut richtig. Also Schalker, morgen noch ein interessantes Spiel, 16 Uhr in der Glückaufkampfbahn. Ach so, ja. Die Schalke-Traditionsmannschaft spielt gegen die Traditionsmannschaft vom 1. FC Nürnberg. Und wir fiebern alle dem Spiel entgegen und hoffen auf 3 Punkte. Liebe Schalker, feiert unseren Verein an, Abi. Jawohl. Ja? Glück auf. Glück auf.